Hallo und herzlich willkommen hier wieder zum Tasting im Salzburg Bierstudio. Wir haben heute den 17. Dezember, wir haben den 3. Advent und es ist schon bald Weihnachten, es sind nicht mehr viele Türchen. Mein Name ist Mareike, ich bin Bierjournalistin, Craftbeer-Bloggerin und Biersommelier und ich bin nicht alleine da, wie immer. Ich habe drei tolle Gäste heute hier. Wir haben die Christine, wir haben den Nathan und wir haben den Günther. Und Günther, du musst jetzt ganz kurz sagen, weil du bist ja wirklich schon Official Beer Taster und du bist ja in Österreich, glaube ich, wirklich einer der krassesten in der App. Wie viele Biere hast du schon in der App eingecheckt? Ich habe etwas über 2700 Biere. Wow, aber trinkst du dann jeden Tag auch ein Bier oder wie machst du ja, das? Ja, eins oder zwei. Sehr gut. Deswegen hast du bestimmt auch schon Durst und ihr wahrscheinlich auch, oder? Ja. Wir sind gespannt, was im 17. Türchen auf uns wartet. Auf was habt ihr denn Lust? Wir lassen uns mal überraschen. Lassen wir uns überraschen. Ja. Da kommt es auch schon. Das sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Gucken wir mal. Günther. Ganz für mich. Dankeschön. Danke. Wow, also das strahlt ja wohl schöne Farbe. Richtig schön durchs Glas. Ja. Was sagt der Christine, was würdest du sagen, wie sieht das Bier aus? Was hat es für eine Farbe? Sehr schön dunkel, ja. Sehr Kastanien. Oh ja. Färbig eigentlich. Ja, gute Beschreibung. Das ist ja immer so die Kunst dann irgendwie auch zu beschreiben, wie die Farbe aussieht, weil wenn man nur sagt, es ist dunkel, das ist ja irgendwie langweilig. Ja, ich würde auch sagen, so Kastanien, vielleicht geht es auch so ein bisschen in so eine rubinrote Farbe tatsächlich. Ja, es ist klar und es hat auch echt einen schönen Schaum, beziehungsweise Günther, wie würdest du das denn beschreiben? Schaum hält sich sehr gut, ja. Ja. Ich würde auch sagen, es geht eher ein bisschen ins Rötliche. Ja. Macht Lust drauf, es zu testen, weil es sicher überraschend. Ja, weil die Optik, die macht ja schon was her, oder? Das ist richtig, kommt schon immer ja. Drauf an, ob das Bier dann Lust macht, das zu probieren. Aber dann riechen wir jetzt mal rein. Und ihr zu Hause, wenn ihr Lust habt, es sind ja noch ein paar Tage bis Weihnachten, zwar nicht mehr viele, aber wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann bitte tut es doch noch. Wir haben noch ein paar spannende Biere im Kalender für euch vorbereitet und auch noch ein paar spannende Tastings. Aber jetzt riechen wir erstmal rein. So, Nathan, was riechst du? Die Gerüche sind ein bisschen wie Winter, finde ich. Ja, erinnert an Winter? Ja. Ja, sehr schön. Hat so ein bisschen so einen Weihnachtsduft, das stimmt. Mhm. Oder Günther, als Spezialist? Na, so Spezialist bin ich was nicht. Was sagst du? Ich kann es schwer festlegen. Schön malzig, karamellig. Vielleicht sogar so ein bisschen so eine gebrannte Mandel. Ja, das erkennt man schon. So ein bisschen. Aber also ich würde sagen, der Geruch macht auf jeden Fall richtig Lust, das Bier zu probieren. Ja, und dann sage ich hier auf jeden Fall mal Prost. Prost. Auch Prost an euch zu Hause. Prost. Viel Spaß beim Verkosten. Prost. Und jetzt nehmen wir mal den ersten Schluck. Sehr gut. Interessant. Ich sehe erstaunte Gesichter und jeder nimmt noch mal einen Schluck. Was schmeckt ihr denn? Ich habe mir ganz was anderes erwartet irgendwie. Gell? Was hast du erwartet? Ja, was Leichteres eigentlich. Okay. Leichter, eher süßlicher habe ich mir vorgestellt. Ist nämlich nicht sehr süß, ne? Gar nicht. Ist eher in die Gegenrichtung. Und ja, eher herb im Abgang, gell? Ja. Stimmt, es hat auch so einen schönen trockenen Abgang. Ja. Was dann gleich wieder so zum Weitertrinken angeht. Aber es ist ja schwerer eigentlich. Ich habe mir so ein wenig leichter vorgestellt. Ich finde es schwerer. Okay. Aber ich finde jetzt persönlich, dass es wirklich in der, also eigentlich das im Geschmack widerspiegelt, was es in der Nase schon versprochen hat. Ich finde, ich habe so richtig schöne, so röstige Noten, genauso wie diese gebrannte Mandel, also sowas Nussiges und dann diese Karamellnoten. Es geht fast ein bisschen Richtung Rauchbier. Vom Rösten her. Ah, okay. Rauchnote, vielleicht eher beim vom Geschmack her, nicht so sehr vom Geruch. Ich finde das gut in Balance mit süß und ein bisschen bitter. Genau. Also es hat echt eine schöne Harmonie. Und ihr seid ja natürlich jetzt wieder dazu aufgerufen, dass ihr das Bier wieder bewerten sollt. Günther, du bist ja da wie gesagt echt schon Experte, weil wenn du schon über 2000 Biere in der App bewertet hast, das ist ja echt sensationell. Deine Bewertungskärtchen. Nathan. Danke sehr. Christine. Dankeschön. Jetzt hast du nur drei bekommen, aber vielleicht ist die Zahl dabei, die du vergeben möchtest. Ansonsten musst du Christine noch die andere Nummer klauen. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Sehr gespannt, was ihr für eine Punktzahl vergebt. Und natürlich auch, was ihr zu Hause für eine Punktzahl für das Bier vergebt. Geschmack ist ja immer sehr individuell. Es gibt ja viele, die mögen es lieber herb, andere mögen es lieber süß.
Jetzt bin ich mal gespannt. Günther, was sagst du, wie viele Punkte gibst du? Ja, es tut mir leid, es ist, schrammt knapp am Vierer vorbei, aber ich kann nur 3 geben. Alles klar. Was habt ihr? 5, sehr gut. Und auch 3. Ja. Aber was hat euch dann in der Hinsicht irgendwie gestört, sage ich jetzt mal, wenn ihr sagt 3 und es schrappt so gerade an der 4 vorbei? Ich hätte mir es etwas vollmundiger gewünscht. Mhm. Ja? Ja. Etwas runder der Geschmack. Ja. Und für mich ist 4 schon ein Spitzenbier. Okay. Ja, also 5 habe ich bisher noch nie vergeben. Also bist du eher so der strengere Bewerter? Ja, ich bin sehr streng. Okay. Ja. Okay. Ja. Christine, warum gibst du 3? Weil es ist in Ordnung, aber nicht meine Geschmacksrichtung. Okay, wie gesagt. Aber es ist eine persönliche Einschätzung. Ja, ist doch okay. Nathan, für dich ist es super, du würdest wahrscheinlich noch ein 2. trinken, oder? Wenn man 5 Punkte gibt, oder ein 3. vielleicht auch noch. Ja. Aber jetzt frage ich euch noch Königsdisziplin. Was vermutet ihr, was für ein Bierstil sein könnte? Ich habe von Anfang an schon dran gedacht. Und, was denkst du? Mir fällt es nicht richtig ein. Also hat keiner eine Idee? Ja, dunkel, Bock, zwischen dunkel und Bock oder mehr. Aber ist nicht stark genug für nicht stark genug? Okay. Ja. Na, dann gucken wir mal. Christine, hast du Lust aufzulösen und das Türchen zu öffnen? Der 17. Dezember, der 3. Advent. Wir sind gespannt, was in dem Adventkalender drinsteckt. Übrigens seht ihr super aus in euren Weihnachtspullovern und Hemd. Sieht echt klasse aus. Bitte? Ah, Dankeschön. Aha, es ist also doch ein Bock. Und zwar ist es der Rubinbock von der Hirter Brauerei. Und die Hirter Brauerei ist tatsächlich, oder weiß, kennt jemand von euch die Brauerei? Wisst ihr was davon? Weil es ist die zweitälteste Privatbrauerei tatsächlich aus Österreich. Auf dem Weg in den Süden ist das immer ein Muss. Ganz Stopp. Genau. Und was vermutest du, weil du hast gesagt, das Bier ist eher leichter vielleicht? Was denkst du jetzt, was es für ein Alkohol ist? Ja, wenn ich jetzt lese, dass es ein Bock ist, hat es wahrscheinlich 7. 7 bis 8. Ganz genau, es hat tatsächlich 7%. Also es ist wirklich sehr, sehr gut gebraut, weil ja in Österreich, glaube ich, sagt man es auch, in Bayern auch, das Bier ist ziemlich hinterfotzig, weil die 7%, glaube ich, die man merkt man dann nicht, erst, genau, wenn man aufsteht. Man noch das ganze Glas getrunken hat oder vielleicht die ganze Flasche. Aber nein, ist doch schön. Bockbier kommt ursprünglich nicht aus Bayern, sondern aus Niedersachsen in Deutschland, was für viele der Irrtum ist, aber tatsächlich werden die meisten Bockbiere in Bayern gebraut inzwischen. Stammt aber, wie gesagt, aus Niedersachsen in Einbeck und charakterisiert sich dadurch, dass ein Bockbier mindestens 16% Stammwürze haben muss und ein Doppelbock mindestens 18% Stammwürze. Mir gefällt es gut und ich kann mir das auch sehr, sehr schön zum Weihnachtsfest tatsächlich vorstellen. Wenn man jetzt auch zu Plätzchen zum Beispiel, zu einer Süßspeise, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich finde es schön. Definitiv. Ja. Aber mit der Rubin hast du auch recht. Genau, wegen der Farbe, Rubinbock, perfekte also der Name passt perfekt. Kastanienrot, Rubin. Ganz genau. Ja. Und weil ihr jetzt wieder so schön verkostet habt, habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Du bist ja schon Biertaster, Official Biertaster, wie ich gesehen habe. Du hast schon so einen Badge. Aber weil ihr auch mit dabei wart, möchte ich euch jetzt auch den Badge quasi vergeben, dass ihr jetzt auch Official Biertaster seid. Danke. Aber Günther, du gehst natürlich nicht leer aus. Du bekommst noch das Official Beer Taster Schild von 2013. Herzlichen Glückwunsch. 23. Was habe ich gesagt? 2013. Oh, 2023. Das Bockbier, das wirkt anscheinend schon. Wir sind live. Das ist für dich. Vielen Dank. Und ja, wie gesagt, ein paar Tage noch bis Weihnachten, 3. Advent. Habt noch einen schönen Abend. Und ich sage nochmal Prost zum Wohl, auch an euch zu Hause. Und bis zum nächsten Mal. Prost. Tschüss. Cheers. Prost. Prost. Thank you.